Tüftler Jakob hat sich zum Geburtstag seiner etwas übellaunigen Patentante Hannelore etwas ganz Besonderes überlegt. Um ihr endlich ein Lachen zu entlocken, baut er für sie eine Kitzelmaschine. Aber Moment mal, warum ist er denn gar nicht kitzlig, wenn er sich selbst kitzelt? Seltsam. Warum wir lachen, wenn wir gekitzelt werden, ist den Wissenschaftlern derzeit noch unklar. Eine mögliche Ursache liegt in unserem Gehirn. Wird Jakob von jemandem gekitzelt, übermitteln Tastrezeptoren in seiner Haut einen Reiz über das Rückenmark an sein Großhirn. Hier wird dieser Reiz vom sensomotorischen Kortex ausgewertet. Besonders stark nimmt der Kortex Reize wahr, die von unseren kitzeligsten Körperstellen kommen, wie Rippen, Bauch oder Achselhöhlen. Sie sind gleichzeitig auch unsere verwundbarsten Körperstellen. Wenn wir erkannt haben, dass die Kitzelattacke kein aggressiver Angriff ist, sondern Spaß, dann ist Lachen ein Ausdruck von Erleichterung. Was passiert, wenn wir uns selbst kitzeln, wollte Sarah Jane Blakemore am London University College im Jahr 2000 genau wissen. Zu diesem Zweck schoben sie Testpersonen in einen Kernspintomographen, um ihre Gehirnaktivität aufzuzeichnen. Mit einer Apparatur aus Schaumstoff kitzelten sich die Testpersonen im Gerät nun selbst. Dabei fiel den Forschern eine besondere Aktivität des Gehirns auf, genauer des Kleinhirns. Ihre Erklärung? Zwischen der Idee, sich selbst zu kitzeln, und dem tatsächlichen Kitzeln liegen Bruchteile einer Sekunde. In dieser Zeit antizipiert das Gehirn schon einmal den zu erwartenden Reiz. Es erstellt eine sogenannte Efferenzkopie. Wenn man nun sein Vorhaben in die Tat umsetzt und sich tatsächlich kitzelt, vergleicht das Kleinhirn den jetzt realen Reiz mit der Efferenzkopie. Sind die beiden identisch, kann das Kleinhirn Entwarnung geben. Es sendet ein entsprechendes Signal an den sensomotorischen Kortex weiter. Durch diese Information kann der Kortex die eingehenden Reize richtig einschätzen und dämpft sie. Die Testperson reagiert schwach oder gar nicht auf ihr eigenes Kitzeln. Tante Hannelore reagiert zwar auf Jakobs Kitzelmaschine, aber anders als erwartet. Von einem Lachanfall ist sie weiter entfernt als je zuvor.